Ja, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Widget. Und ja, bei mir geht's gerade weiter im selben Team. Genau, es hat ja ein Update gegeben oder ein Patch, wie auch immer man es nennen will. Und ich habe immer noch dasselbe ausgewählt, nämlich nicht fliegen zu können, sondern zaubern, also als Ablenkung ein Witch zaubern und den Haken für den Hunter. Okay, wir sind kein Hunter. Ach, natürlich gut. Ja, ein bisschen blöde, weil wir jetzt nicht leider erklimmen können. Okay, da können wir gar nicht hin. Naja, weiter werden wir nicht so weiter. Was? Ich bin niemand. Ach. Naja. Das Problem war halt, er hat mich gerade gesehen. Oh. Was ist gut hier? Wann, wie sieht denn die aus? Also die Haarfarbe. Ich will niemand erkennen. Ich will niemand sehen. Macht eigentlich sie genau? Ist natürlich schwerer, so wie ich es jetzt gemacht habe. Ich hätte irgendwie die Leiter hier zuerst hochgehen sollen und mich dann irgendwie in einen Apfel oder irgend sonst etwas verwandeln oder irgendwie ein Trampolin suchen sollen und ja, dasselbe wie die andere da macht oder die andere gemacht hat, hier irgendwie nach unten zu kommen. Ja, genau. Ja, okay, die Hunter sind im Nachteil, weil jemand einfach mal hier steht. Blöd. Jawohl. So würde ich das auch tun. Einfach, du hättest einfach Pech, wenn der Hunter sich dann anfangen würde bewegen. Oh. Sind noch 5 drin? Werden sie wohl diese Widget finden oder nicht? Das erfahren wir im nächsten Part. Nein, Scherz. Ich mache so Anspielungen immer. Niemand sagt, das werden wir im nächsten Part erfahren. Es gibt ja Leute, die machen sehr gute Let's Plays, sag ich mal, oder sehr gute Reden während den Let's Plays. Ob wir jemanden kicken sollen. Das Problem ist bei meiner Tastatur, bei meinem Laptop muss ich Fn drücken und dann kann ich diese Tasten. Oh, naja, ich denke mal, sie werden, oder sie, oder wer auch immer das ist, die Hexe wäre natürlich sie, eigentlich, also Witches, Hexen, sind ja Frauen, wobei früher im Mittelalter Leute, die irgendwie mit Kräuter und so irgendwie jemanden heilen konnten oder irgendwie Medizin erfunden haben oder herausgefunden haben, dass man mit Kräuter jemanden heilen konnte, wurden als Hexen bezeichnet, weil sie etwas tun konnten, oder auch Leute, die irgendwie jemanden
manche Dinge wiederbeleben konnten. Also das, sagen wir, ja, ich weiß auch nicht, Dinge, die heutzutage eigentlich sehr normal sind oder einfach logisch sind, dass man das tun kann, wurden früher als Hexer oder Zauberer verurteilt, dann leider auf dem Scheiterhaufen verbrennt. Also nicht alle, aber viele leider. Naja, das war natürlich so eine Geschichte. Mittelalter, ja. Aber stell dir vor, du würdest jemanden heilen in einem Land, irgendwie mit Medizin und dann als ein Hexer oder als Hexe oder als Zauberer bezichtigt werden. Oh, du hast jemanden geheilt. Oh, verbrennt ihn. Und meistens haben die Leute auch noch verbrennt, die eigentlich dann halt wieder gelebt haben oder überlebt haben. Hätten. Sozusagen gegen eine schlimme Krankheit hatten. Dann so, oh, okay, der ist verzaubert worden. Oh, bringt ihn um. Verbrennt ihn auch noch. Finde ich überhaupt nicht witzig. okay. So, wo bist du? Irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn man über etwas hinüberläuft, dass man ein bisschen, soll ich sagen, herumschlittert. So irgendwie. Ja, und bei einem Part ist mir noch aufgefallen, da habe ich gesagt, wieso haben die mich rausgekickt und so. Dort ist mir aufgefallen, die haben ja in die Kommentare geschrieben, oder besser gesagt dort diesen Chat geschrieben, hey, du musst Hunter werden. Da waren die wieder alle Widgets. Und ja, das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich dort sagte, ja, man kann jetzt auswählen. Ob man Hunter oder Witch spielen möchte. Ja. Ist mir dort aufgefallen. Ja. Ich habe das gar nicht. Also, ich lese den Chat hier eigentlich gar nicht so. Ich achte nämlich auf den Chat gar nicht. Und, ja, ich denke, euch fällt das wohl eher auf. Oder eben mir dann, wenn ich es nochmal anschaue. Ja. Wieso schieße ich hier alles ab? Ganz einfach. Ich habe ja kein Hühnchen, ne? Und deswegen muss ich entweder auf die anderen schauen oder ich schieße einfach mal alles ab. Was vielleicht nicht unbedingt der Sinn des Spiels ist. Vielleicht haben wir noch. Oh! Der Zufall, jemand. Buch. Die Steuerung ist wirklich übelst. Aha, ich verstehe. Was? Ist er jetzt herumgeflogen? Irgendwie. Immer noch dasselbe. Das Buch an. Sein irgendwie. Das klang irgendwie sehr. Ach, ich treffe den Buch da nicht. Doch, geh weg da. Okay, das ist nicht. Gut,
Die Leiter ist auch irgendwie komisch hier platziert. Ja. Irgendwie muss hier noch in der Nähe. Ja, es ist mir klar, dass es lustig ist. Wo bitte? Jetzt einfach drei Leute. Nice. Gut gemacht, Widgets. Naja, ohne das Hühnchen bin ich eigentlich fast verloren. Wobei ich jetzt ja wusste, dass die hier sind. Okay, wir machen hier mal nicht sauber. Pilz. Ja, wir machen Pilz. Okay. Was? Today? Alter. Okay. Ist auch interessant, wie es weggeht. Oh, jemand ist im Spiel gejoint. Der hat ja Glück, weil es ja noch nicht begonnen hat. Sind die Minuten... Also die Zeit oben, ist die jetzt länger geworden? Oder täusche ich mich da? Egal. Das ist auch immer so eine schöne Ecke, wo man sich verstecken könnte. Ich finde es jetzt interessant, dass wir dasselbe Level wieder bekommen haben, weil er ja zufällig ausgewähltes Level genommen hat. Ups. Ich wollte gar kein Bild werden. Ah. Irgendwie kann ich... Wenn ich B drücke, dann geht dann ein Pilz. Aber gibt es nur bei mir einen Pilz oder dort, wo ich hinbaue? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das schwierige Ding hier. So, ich versuch's mal. Okay, nur bei mir. Ja. Nein! Ah, irgendwie... Aha, er hat das geworfen. Jetzt funktioniert's, glaub ich, endlich auch. Also, als ich das gespielt habe noch, hat dieses Ding hier gar nicht funktioniert. Da steht ja No Magic drauf. Ja, fast. Ein bisschen pixelig und so. Dann doch immer noch mal, dass der doch nicht aufgefallen ist. Okay, jetzt. Aber ich finde das immer lustig, wenn jemand sowas tut. Ha. Ich dachte schon, dass der Sessel der andere wäre. Aber. Nein. Ja. Ah, okay. Ich dachte, der macht gar nicht viel. Hast du hier das gefunden? Oh, wisst ihr noch, wo ich mich hier so gut versteckt habe? Also, das war natürlich der... Das mit dem Tag, also, das heißt natürlich, es war einfach das Tag-Level hier. Also, wo hier Tag war. Und ich habe mich ja da oben versteckt. Und die haben mich irgendwie voll... übersehen. Dabei war ich irgendwie hier oder so. Und oh, da hatte ich Glück. Wenn ich heute auch so etwas hinbekomme, ja, da oben wäre es sicher nicht schlecht. Wobei eben mit dem Pilz kann ich gar nicht fliegen. Ich kenne mich halt da noch nicht so ganz aus. Ja, mit den verschiedenen Items, die man benutzen kann. Am besten kenne ich natürlich das Fliegen und so und dann verwandeln und ja. Oh. Kissen. Ich sage, es ist ein Kissen. Das war irgendeiner von denen. Der um.
glaube, was die meisten immer vergessen ist, dass man, ja, das sind Kisten. Was die meisten immer vergessen ist, hat Problem, dass man Nahkampf machen kann. Ja, jetzt haben wir es, glaube ich, gesehen. Es ist wirklich anders. Dieser da. Im Versteck wäre natürlich für mich auch nicht schlecht gewesen. okay. Ah. Also ich würde mal behaupten, das ist nur eine Vermutung. Es sind die beiden Kisten hier unten. Einer kann ein Gegenstand zaubern, anstatt ein Widget, der dann irgendwie hier durchgeht. Und der andere macht einen Pilz. Ah, es waren Kisten oben dran. Okay. Und sonst? Ja, eines von unten. Vielleicht waren es sogar drei Leute, die da waren. Aber das ist meistens so. Also wenn sich jemand versteckt oder sehr, sehr gut verstecken will, unter Möbel. Ja, ich mache wieder... Nein, ich will wieder fliegen. So. Das andere lassen wir mal. No Magics. Weil ich möchte natürlich sehen, wie gut das jetzt funktioniert. Wenn ich dann da hinkomme. Ist das ein Apfel? Eine Birne? Oder was soll das darstellen? Grüne. Ah, das könnte auch ein Salat sein. Oh. Ah, okay. Wollte schon sagen, wir nehmen das beste Steck. Eine Frucht. Soll ich Bücherregal? Warte, wo war das? Da. Nein. Nein, ich will nicht das Buch sein. Ich möchte das Bücher. Zu dem Platz. Gerne ein Bücherregal. Werden die nicht finden? Dann kann man hier irgendwie nicht wegzoomen oder so. Das war auch fliegen. Drehen. Werden. Da springen. Okay. Epsilon. Nix. Aber springen und gehen wir. Okay. Wo genau sind die eigentlich? Jemand ist in der Nähe von mir. Da gibt es zwei eigentlich. Wollte eigentlich gar nicht zur Bank werden. Oh, Note Magic. Ups, den habe ich übersehen. Ich habe erst, wo er sowieso anfangen zu gießen. Ah. Zwei Fässer aber. Okay. Ja, aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass Note Magic irgendwie nicht so ganz richtig funktioniert. Weil ihr habt ja vorher gesehen, ich habe gesagt, hier sind zwei Fässer. Aber der eine war immer noch verwandelt. Was geht unter Note Magic? Kann man da nicht fliegen? Oder... Nein, ich weiß nicht.
Ich weiß es nicht. Ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen verbuggt. Kann ja sein, dass es ab und zu funktioniert, ab und zu nicht. Ich weiß es nicht. Bei mir hat es jedenfalls noch nie funktioniert. Daher, ja. Soll ich auch dafür sprechen? Naja. Ich will noch 3. Okay. Steht immer 10 von 10 dabei, sind wir mehr, oder? Ja, 16. 16 Leute. Ich finde es interessant, dass sie sagen, oh, wir haben gewonnen. Das ist nicht so sehr ruckelt. Was? Weiß nicht, wieso. So, wir machen noch ein Match in dem Part. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten. Also jetzt noch nicht. Aber wenn der Match hier vorbei ist. Der andere war ja vor 30 Minuten. Also der für euch gestern, für mich ist immer noch selben Tag. Und ich möchte natürlich auch nicht zu lange hier spielen. Wen? Okay. Nee. Ich kicke niemanden. Wollte eigentlich gar nicht diese Ding werden hier irgendwie. Okay, dann werden wir jetzt zur Leiter, was? Irgendwie geht das nicht hier. Nein, sie werden mich finden. Ach. Oh, war knapp. Bisher. Nein! Nein! Ach, ich kann mich nicht ver... Ah, ich stecke fest. Ah, ich mag das nicht, wenn man sich nicht mehr bewegen kann. Ich konnte mich zuerst nicht verwandeln und dann, als ich verwandelt war, konnte ich mich nicht mehr bewegen für einen kurzen Moment. Und dann, ja. Genau. Eigentlich wollte ich hier irgendwie hoch und, naja. Na, schauen wir den Hunter zu. Mal. So, was machst du hier? Ein Hühnchen hat nichts gefunden, also geh weiter. Ihr hört Lachen und dann... Das ist eigentlich schon das Beste, man kann dich voll verwirren. Oh. Das war die Kiste oben drauf. Ich dachte, es war die andere Kiste hier runter. Aber... natürlich schwer gewesen, das hinzubekommen. Aber nicht unmöglich. Aber etwas, was auch noch sehr gut ist, ist, wenn jemand hier, irgendein Hunter, irgendwie das Zeug hier, Boden, was hier, dieses hier, ihr seht das und könnt
irgendwie von einer anderen Seite hier hin. Die Hunter gehen irgendwie dahin, wo ich jetzt hingeflogen bin, oder mit der Kamera, wo sie von hier hinten dann kommt und irgendwie da hingeht, weil wenn die das schon angeschaut haben, wenn die davon aus, ah, okay, da war nichts, können wir ja weiter. Oh, eine Kerze. Ich habe aber nur 15 HP. Oder hat sich das auch geändert? Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Ja. Okay. Schau immer gern, wer noch drin ist und wer nicht mehr. Noch. Wenn sie den oder finden sie nicht, das werden wir bald sehen. Ich denke nicht, dass sie finden. Wir waren schon lange nicht mehr Hunter. Ja, aber an der Stelle würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Widget. Ja, für euch nächsten Samstag, also in einer Woche. Tschüss!